Hallo und Servus, meine lieben Freunde, zu einer neuen Ausgabe von City Car Driving, hierbei abgefahren mit mir, mit dem Duki. Und heute gibt es einen Citroën C4 VRT, oder VTR, nee, VRT, glaube ich. Nach der letzten Folge, wo wir ja ein bisschen mehr Action hatten mit dem kleinen Drift 350 Zorro Z, naja, mit dem Nissan, der richtig quer ging, ja, und wo wir einiges an Qualm fabriziert haben, der ja hier nun mal leider nicht existiert, aber ihr wisst schon, was ich meine, habt mal ein bisschen Fantasie. Geht's hier auf jeden Fall jetzt nach dieser Folge ein bisschen gemäßigter weiter. Ein Citroën C4, 120 von Tripler PS, also da ist nicht viel zu holen, aber ich fand den eigentlich ganz cool, so wie der gemacht ist und so. Der sieht nämlich recht schick aus, ist der Dreitürer. Und ja, was man hier sieht, ist diese typische feststehende Lenkradnarbe, wenn ich mal nach vorne gucke, richtig. So, das heißt, es dreht sich nur der Kranz, es dreht sich das Innere gar nicht von dieser Narbe, wo dann die Hupe auch ist und die Knöpfe vom Multifunktionsradio und, ne, fand ich immer ganz stylisch eigentlich. Und was der eigentlich auch hat, wenn ich richtig informiert bin, ein durchsichtiges oder halbdurchsichtiges Tacho. Wenn ich mich richtig erinnere, bin ich mal gerade nicht so sicher. Das ist auf jeden Fall so das Highlight hier, was man sieht. Der Kranz bewegt sich, die Narbe nicht. Ja, finde ich mal ganz witzig eigentlich. So, wir starten mal den Motor. Nichtsdestotrotz müssen wir mal gucken, was uns hier jetzt erwartet. 120 PS sind natürlich nicht viel. Erster Gang, wir legen einfach mal los. Hier Schulterblick und so natürlich. So, schön früh schalten. Noch kein Vollgas, ihr seht es ja unten an den Pedalen. Und ich schalte so bei... Ach, guck mal, ist ja witzig, der Tacho. Guck mal, ist ja witzig, der Tacho. Pass mal auf, ich halte nochmal eben an. Werden natürlich gerammt von hinten, das war klar. 0 km/h steht da jetzt. Und wenn ich mal so langsam beschleunige, zack, jetzt steht da 10. Und da steht nicht, wie schnell wir wirklich fahren, sondern immer nur, es wechselt zwischen 0 und 10. Und dann zwischen 10 und 20 und 30 und 40. Ja, finde ich ja witzig. Ist in echt anders natürlich. Ich weiß auch gar nicht, ob es solche Tachos überhaupt gibt, aber, ja, muss man ja auch irgendwie umsetzen immer in den Mods, wie so ein Display dann aussieht und so, deswegen finde ich das eine ganz coole Sache. Och, guck mal, jetzt haben wir 2013, wartet, jetzt, ist natürlich ein bisschen spät, in Wahrheit ist natürlich schon 2014. Ja, dann wird es dann ein bisschen unübersichtlich, was das Tacho angeht, wenn wir in den dreistelligen Bereich kommen. Allerdings weiß man ja jetzt 170 so ungefähr, danach kommt 180. Kann man sich ja schon ableiten und viel mehr wird hier auch nicht gehen. Ich weiß nicht, ob wir die 200er Marke knacken werden. Übrigens haben wir ein Navi da unten, sehe ich gerade mal. Bisschen unscharf, 13.54 Uhr haben wir, alles klar. 190, haben wir denn noch einen Gang übrig? Wie sieht es damit aus? Nee, haben wir nicht. Ich schalte ins Leere. So, ja, mal rüber, den ganzen Schwung mitnehmen. Und dann kriegen wir die 200 nicht mehr auf Tacho. Das gibt's ja wohl gar nicht. Das gibt's ja wohl gar nicht. Und was macht der hier denn? Alter, was macht der denn? Ist der vom Handling jetzt so schlecht oder was? Da, hallo? Jetzt bin ich baff, ich bin nur ein bisschen rechts und links und das ist auch gar nicht mal stark und wir waren ja auch gar nicht mal schnell und der knickt hier ein. Das ist nicht so schön, müssen wir gleich mal in der City testen, wenn hier die Autobahn vorbei ist, wie es da wirklich ums Handling bestellt ist bei dem. Das war jetzt gerade etwas negativ überraschend. Und was ich auch gesehen habe, der Ingame-Tacho geht nur bis 190, also die 200, die wir erreicht hätten, ständen nicht auf dem Ingame-Tacho, sondern nur oben links auf der digitalen Anzeige. Ja, und 199 hatten wir. Da hätte noch ein km/h gefehlt. Und, naja, hätten wir dann geschafft irgendwann vielleicht, wenn wir ein bisschen mehr Anlauf genommen hätten und so und direkt durchbeschleunigt hätten. Ist jetzt ja auch nicht so wichtig, dadurch wird das Auto nicht besser. Wir müssen erstmal checken, jetzt wirklich wieder in der City sich fährt. So, und da seht ihr das schon. Ich habe nicht gelenkt. Bei der kleinsten Bodenwelle geht er direkt nach links. Da. Da ist doch irgendwas. Huch. Ja. Bei dem kleinsten Unfall mit dem Gegner geht er direkt nach links. Och nee. Och nee. Och nee. Ich muss mal eben neu starten, meine Lieben. Starten wir natürlich wieder in der Autobahn. Da gibt es aber eine frühere Ausfahrt, oder? Zack, zack, zack. Ihr habt es gesehen, wir hingen fest.
Mal eben wieder ins Cockpit natürlich. Jetzt einfach mal riskant hier rübergezogen. Jawolski. Und dann nehmen wir einfach mal diese Ausfahrt. Da geht's in die alte Area. Aber das ist natürlich schon eine schlechte Ausgangsposition, sag ich mal. Bei jedem Huggel zieht er nach rechts oder links, je nachdem, was für eine Kurve man gerade fährt. Oder im Ansatz auch nur eine Kurve fährt. Ja, und so kann ich jetzt noch nichts feststellen irgendwie. Das ist noch alles cool eigentlich. Ich meine, ihr seht vielleicht, wie der dann hinten immer so einknickt. Das zeige ich nochmal eben. Ich fahre nochmal eben hier aus dem Kreisverkehr raus. Auch wieder mega Kamikaze-mäßig hier. Ja, ja, ja. Straßenschilder umfahren ist gut für die Straßenmeistereien und so. Schafft Arbeitsplätze. So, wenn ich jetzt nochmal ein bisschen beschleunige und dann hier so rechts und links hin und her pendel. Seht ihr, wie hinten links das dann immer einknickt so ein bisschen? In der Rechtsphase, wenn ich nach rechts klicke jetzt. Dann geht's immer hinten links immer so ein bisschen, knickt's ein. Und das habe ich ja schon bei anderen Autos festgestellt und bemängelt und mich gefragt, warum das denn so ist. Ich denke, was hat irgendwie mit einer Asymmetrie zu tun, dass es auch daran liegt, dass der hier halt beim Sprung, obwohl man nicht lenkt, in irgendeine Richtung geht, ja? Und der ist natürlich nicht so top. Sau gefährlich, ne? Wenn man hier mal so mit 140 in Kreisverkehr einfahren will, dann darf doch sowas nicht passieren. Da ist man doch direkt tot. Okay, so ein Straßenschild gibt natürlich mehr nach, aber dann werden wir jetzt hier etwas Straßenschild zerfetzt, werden hier noch richtig rumgeschleudert und bis hier wahrscheinlich in die Büsche gefahren und hätten das Haus vielleicht noch gerammt. Und mit 140 hat man ja so einiges an Speed drauf, ne? So, Driften brauchen wir natürlich nicht versuchen. Können wir direkt hier wieder raus. Und Gas geben brauchen wir eigentlich auch nicht versuchen. Ja, ein bisschen schade, dass das hier so ist, wie es ist. Müsste man vielleicht, oder müsste ich mal bei den Standardkarren auch ausprobieren. Ob das da auch so ist, ob es vielleicht ein grundlegendes Spielproblem ist. Aber ansonsten finde ich den... Die Laternen finde ich ja eigentlich voll klasse im Spiel. Nee, aber den C4 finde ich eigentlich sonst ganz geil. Äußerlich, als auch innerlich, als auch... Ja, okay. Den Rest kann man dann verschmerzen, aber innerlich geht da noch eigentlich ganz gut klar. Fahrphysik ist da nicht so prächtig. Und was haben wir hier für eine Anzeige? Ja, okay, die Kameras könnte man auch nochmal überarbeiten. Aber was ich eigentlich machen wollte, ich gehe mal eben kurz hier beten, dass das mit der Fahrphysik nicht bei allen Autos ist, ne? Und bei den Standardfahrzeugen auch nicht. Und deswegen schnalle ich mich ab, ziehe die Handbremse, löse den Motor und verabschiede mich von euch. Sage danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge City Car Driving mit mir, dem Duki, immer schön weitersagen und so, ne? Tschüss, C4.